Ja, grüß Gott, mein Land. Hallo, liebes Publikum. Mein Name ist Beck Josef. Ich komme von der Fraschner Bühne. Die haben wir vor 37 Jahren gegründet. Ich bin seit dem Anfang an dabei und bin da der Spielleiter. Und hinterher mal, wenn ich brav bin, wie höher, darf ich noch ein paar Sätze sagen. Im Stück. Ja, wir haben natürlich immer einen riesigen Spaß, dass ihr alle immer zu uns kommt. Und darum gibt es uns schon so lange. Kurz zum heurigen Stückle. Ihr könnt euch schauen, Fraschnersbühne spielt, es ist alles bestens geregelt. Ja, mein Gott, wie es halt ist, oder? Immer ist es ja nicht so. Aber wir versuchen das heute Abend zum Aufklären. Dass natürlich alles so gut funktioniert, ist natürlich toll, dass ihr immer da sind, so treu bei uns. Und natürlich, wenn ich immer sage, bei meinen Figuren, die ich da habe. Da fängt es beim Alfons und bei der Monika, die seit ewigen Zeiten dabei sind. Dann Sabine und Silvana und nochmal Monika und der Simon und der Erich und auch Corinna. Und natürlich alle Heinzelmännchen, die wir hinter der Bühne haben. Der Hannes, der souffliert, wenn wir es noch mal weiter wissen, nützt dort eh nichts, weil wir eh nicht hören, von lauter Aufregung. Und der Vorhang macht. Natürlich der Helmut mit seiner Frau, der das Gasthaus macht, der Marco und Christel an der Kasse. Und seit zwei, drei Jahren natürlich auch der Michael von der Gemeinde, der uns wirklich technisch hervorragend mit dem Mikrofon, mit dem Licht, mit allem unterstützt. Und so macht es natürlich rundum riesig Spaß. Heute Abend fängt die Spielsaison an bei uns. Wir spielen achtmal. Da bedanken wir uns, die ganze Theatergruppe natürlich, bei allen Sponsoren, die wir haben. Es ist immer grossartig, wie uns die Fraschner Firma, Vereine etc. und auch aus der Umgebung unterstützen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Was wir tun, schon seit einigen Jahren, wir unterstützen in der Region irgendeine Familie, die ein schwerbehindertes oder ein armes Kind hat. Auch dieses Jahr wieder. Unser Kind, unser Patenkind, wenn man sagen will, kommt aus Feldkirch-Giesingen her. Ist spastisch gelähmt, ja. Braucht einen Rollstuhl und wenn ihr halt wissen, ist gar nicht so einfach. Und da sind wir stolz, dass wir mit euch, liebes Publikum, zusammen und wir immer ganz eine schöne Summe zusammen kriegen. Ja, jetzt kann ich euch noch sagen, wir haben jetzt schon ganz sicher im Vorfeld bei ganzen Proben schon sehr viel Spaß gehabt. Wir werden so heute haben und noch in der folgenden Wochenende. Und ich kann euch nur empfehlen, kommt einfach vorbei bei der Fraschner Bühne, weil es ist alles bestens geregelt. Dankeschön. Und so gewalttätig, die soll er sich nicht will. Ja, selber behalte dir blöde Hektarine dir. Hey, das ist doch kein Kuh, das ist ein Stier. Das warst du gerne ich. Ja. Und der Stier, der wiegt 16 Zentner. 16 Zentner. Und das in ihrem Zustand. Sie könnten tot sein. Noch leben wir. Der kleine Reinhard und ich. Torero, Lisa, wir bringen ihn auf die Couch. Ja, Rosi, der ist aber da, der kleine Reinhard. Den kennst du noch nicht. Also ich heiße Manuela Mittelberger und wohne in Mundlix und bin da jetzt im Theater und ich habe jetzt eben das Theaterstück gesehen, da, oder? Die Briefträgerin hat das Moped geklaut und ist vorgefahren und dann haben sie da einen Unfall gebaut gehabt. Die Briefträgerin ist mit dem Fahrrad gestürzt und da kommt da einer her und stürzt da noch in sie rein und dann ist ein Mann gewesen, Der musste helfen melken und dann hat er vier Kälbli auf die Welt gebracht und dann hat er angefangen Schnaps zu trinken und dann ist eine Bäuerin gekommen und dann hat sie Sekt getrunken und dann ist es alles vorläufig gewesen. Dankeschön. Kommando, der Vorhang zu.